Ja, hallo, herzlich willkommen. Recruiting, die richtigen Leute einstellen. Ja, ich bin gefragt worden von einigen meiner Bestandskunden letzter Zeit. Thomas, lass uns mal einen Strategie-Call machen zum Thema Recruiting. Und generell ist es ja so, dass in manchen Geschäftsmodellen man eben nur sehr gut skalieren kann, wenn man eben entsprechend Leute einstellt. Ja, also zum Beispiel Softwareentwicklung, ja, also um Softwareentwicklung zu skalieren, muss man eben zusätzliche Softwareentwickler einstellen. B2B-Vertrieb, wo noch viel im Direct Sales und Direct Marketing passiert, ja, also Face-to-Face über Zoom-Calls oder Teams-Meetings bzw. Telefon und so weiter. Verkaufen von komplexen IT-Strukturlösungen und so weiter. Ja, geht noch relativ halbautomatisch, auch da, um zu skalieren, braucht man eben Personen, Menschen. Und deswegen heute mal dieses Thema zum Thema Recruiting. Also, habe ich hier schon an die Tafel gemalt, dieses Video zum Thema Recruiting. Und was erlaubt mir überhaupt zum Thema Recruiting hier ein Video zu machen? Ganz einfach, ich habe schon vor 6, 7, 8 Jahren so meine ersten Teams, wirklich größeren Teams mit aufgebaut, innerhalb von Agenturen, als Coach, Trainer, Teamleiter und so weiter. Dort, wo ich auch mein Handwerkszeug gelernt habe, was B2B-Marketing, Sales und Vertrieb und so weiter und auch IT-Vertrieb und Marketing betrifft. Die Firmen, wo ich das damals gemacht habe, die sind mittlerweile, ich glaube, 2 oder sogar 3-mal wiederum veräußert worden. Gehört heute alles zu einer großen Medien-Company, die mehrere Milliarden Euro Umsatz macht. Also diese Firmen existieren auch vom Branding her schon gar nicht, schon seit über 7 Jahren nicht mehr, glaube ich, oder sowas. Schon alles eine Weile her. Und damals haben wir quasi, was haben wir dort gemacht? Ganz kurz nur ein Ausflug, wo ich quasi diese Learnings, wie ich die quasi gelernt habe. Also wir haben damals zum Beispiel eine Vorgabe gehabt, wir haben zum Beispiel Neukunden gewonnen, ja, ein Softwarehersteller. Ja, so das war die Ausgangssituation in der Agentur, ja. Und der Softwarehersteller, der hat sozusagen eine Agentur abgelöst, also von einer alten zur neuen Agentur. Der hat teilweise internen Vertrieb gehabt, so 20 Leute intern, 20, 25 Leute, unterschiedliche Account Managers und so weiter. Und hat aber auch quasi eine Agentur gesucht, die bis zu 16, ungefähr waren es an der Spitze, waren es 16 Mitarbeiter, quasi dort ein Team, Inside Sales, Telesales, Telemarketing und so weiter und so weiter. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben also quasi über alles mögliche Portale, damals Zeitarbeitsfirmen und so weiter. Da gab es noch nicht dieses Social Media Recruiting. Facebook war da noch ganz in den Anfängen, ja, so 2013 und sowas. Also da gab es doch gar keine bezahlte Werbung, soweit ich weiß, bei Facebook. Und dann haben wir einfach quasi über die unterschiedlichsten Dinger, haben wir quasi ganz viele Vorstellungsgespräche geführt. Die ersten Vorstellungsgespräche, die habe ich teilweise alle gar nicht geführt als Fachpersonal dort, sondern die hat teilweise die HR geführt. Das heißt, so im zweiten Step hatten wir insgesamt, ich glaube, wie viele Gespräche, wir hatten bestimmt an die 1000 insgesamt innerhalb von einem Jahr, bestimmt an die 1000 Vorstellungsgespräche. Ja, wahrscheinlich noch mehr Bewerbungen wesentlich. Da war das HR-Department sehr stark involviert. Also wo ich dann involviert war, waren letztendlich dann sozusagen an die Zweitgespräche, waren ungefähr 400, ich glaube, innerhalb eines Halbjahres. Und dann hatten wir so 50 bis 60 Personen, also Mitarbeiter, die wir quasi testen durften, also Zeitarbeitsfirmen und so weiter, da konnten wir quasi einen Tag testen, ohne uns zu verpflichten und solche Sachen. Ja, also besonders im Sales, um dann, also sagen wir, auf einen Zeitraum von 50, 60 Personen, auf einen Zeitraum von 6 Monaten für, also ich spreche jetzt nur von diesem einen Team hier, von diesem einen Auftrag, von diesem einen Kunden. Da waren natürlich auch noch andere Sachen. Also es war sozusagen meine Aufgabe. Insgesamt war es eine wesentlich größere Agentur. Und also diese 50, 60, die haben wir quasi teilweise einen Tag getestet, teilweise mehrere Tage, teilweise mehrere Wochen. Es ist halt sehr, sehr schwierig gewesen, teilweise auch im Sales quasi von außen zu sehen, wie gut jemand ist. Ja. Und dann war sozusagen das Resultat war so ein Kernteam, ja, nach 6 Monaten von
ja, von, sagen wir mal, hat stark geschwankt, weil da auch ein paar Kampagnen dabei waren, die waren nur sehr kurzfristig und so weiter, also zwischen 12 und 16, an der Spitze 16 Personen, ja, Mitarbeiter, Sales, allein nur Sales-Mitarbeiter, ja. Also, und die ganzen Learnings und so weiter aus dem, das werde ich in diesem Video so ein bisschen versuchen zu besprechen. Ich habe mir auch, also nicht wundern, wenn ich hier auf so ein Blatt Papier schaue, ich habe mir da ein paar Notizen gemacht, es wird ein etwas umfangreicheres Video, also nur für den Fall, dass ich mir nicht alles merken kann. Okay, das ist sozusagen die Ausgangssituation. Ja, was heißt Ausgangssituation? Das ist letztendlich als Beispiel sozusagen, wo ich quasi aus der Praxis schon vor vielen Jahren, und das ist nur ein Beispiel gewesen, da gab es auch andere Beispiele mit etwas kleineren Teams und so weiter. Ja, genau. Also, grundsätzlich gilt, ja, also wir fangen erstmal, wie fangen wir jetzt am besten an? Wir sagen, okay, wir wollen jetzt hier einen Mitarbeiter, wir fangen erstmal mit einem Mitarbeiter an. Ja, das hier ist sozusagen unser Mitarbeiter. Ja, so. Und dieser Mitarbeiter, ja, das kann jetzt halt ein Sales sein, also der kann zum Beispiel ein Vertrieb, ja, oder es kann auch ein Softwareentwickler sein, für viele meiner Kunden sehr wichtiges, sehr schwer, teilweise sehr schwierig zu findender Mitarbeiter. Und jetzt erstmal sage ich, okay, wie wir es damals häufig gemacht haben, wo ich heute sagen würde, da haben wir viele Learnings draus gezogen und mittlerweile mache ich das komplett anders oder ich würde es auch komplett anders machen, wenn ich das gleiche Team nochmal aufbauen würde. Oder ich mache es auch zum Beispiel mit meinen Kunden, die ich berate und so weiter, auch anders. Aber jetzt erstmal so, wie ich es ursprünglich gemacht habe oder wie es quasi auch traditionell ist. Oder überleg dir mal kurz eine Sekunde oder 10 Sekunden, wie würdest du jetzt ein Vorstellungsgespräch quasi strukturieren? Beziehungsweise nach welchen Kriterien würdest du hier filtern oder Vorgespräche führen? Ja? Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser nehmen, war ein bisschen anstrengender Tag. Also, hast du dir ungefähr überlegt, nach welchen Kriterien oder wie du jetzt vorgehen würdest, um deinen ersten Mitarbeiter einzustellen? Das gilt genauso, wenn du jetzt als Selbstständiger bist, Freelancer, auch wenn du Teamleiter bist oder wenn du quasi zum ersten Mal überhaupt Abteilungsleiter oder Teamleiter bist in irgendeiner Firma, ja, musst zum ersten Mal jemanden einstellen und so weiter, ja. Also, vielleicht eine kleinere Firma, wo es noch keinen HR-Manager gibt oder sowas, ja. Da wo quasi die ganze Verantwortung bei dir alleine aufgehangen ist, wo du auch quasi vorfiltern musst und so weiter. Also, du hast jetzt wahrscheinlich gedacht, okay, ja klar, wie filtere ich letztendlich gute Kandidaten, indem ich mir einfach die Skills anschaue, ja. Okay, auf Deutsch Fähigkeiten. Ja. Und dem liegt es ja so nahe, denn wir sind ja alle quasi komplett gehirngewaschen, was das betrifft. Ja, Lebenslauf, CV abgekürzt, Lebenslauf. Ja, ich gehe in Deutschland, ist auch noch Pflicht, glaube ich, weiß ich gar nicht, ist es noch Pflicht, ein Passfoto, ja, da kann man vielleicht auch was rauslesen, ja. Und ansonsten gehe ich einfach den Lebenslauf durch. Und wie gehe ich den Lebenslauf durch? Ja, wie er strukturiert ist, aber hauptsächlich halt Skills und Fähigkeiten. Ja. Aber, wie wir alle wissen, nirgendwo wird so fleißig gelogen wie auf einen Lebenslauf. Ja. Vielleicht noch beim Date. Ja, das ist so ähnlich wie, ja, ist ja auch letztendlich das gleiche Prinzip. Ja. Und das ist sozusagen oldschool. Ja, also, ich lasse mir möglichst viele Lebensläufe irgendwie, sammle ich ein und dann scanne ich die alle und so weiter und danach filtere ich eben raus. Ja? Beziehungsweise in den Vorstellungsgesprächen frage ich dann, okay, was sind deine Fähigkeiten, wo kannst du besonders gut programmieren, wo siehst du deine 3 Schwächen, deine 3 Stärken? Ja? Ich weiß nicht, wie oft ich damals vor 20 Jahren, als ich Student war und dann ins Berufsleben eingetreten bin, wie oft ich die Frage gehört habe, nenne mir 3 Stärken, und 3 Schwächen.
Ja, also der größte Kack, den es überhaupt gibt. Ja, dann habe ich drei Stärken von mir gesagt. Ja, meistens sowieso gelogen. Ja, dann habe ich drei Schwächen gesagt. Dann hieß es, und dann intelligenterweise sagt man an drei Schwächen, die so mehr oder weniger auch dann wieder als Stärken ausgelegt werden kann. Man sagt, sagt ja nicht, hey, also ich bin total unpünktlich. Ja, absolute Schwäche von mir. Wenn du eh schon weißt, dass das sozusagen No-Go ist, ja, also, und dann kriegst du sozusagen, dann, also so war das bei mir vor 20, 25 Jahren, als ich als Freelancer oder Angestellter auch teilweise von Job Vorstellungsgespräche gemacht habe, dann hieß es, aber Herr Klein, ja, das ist doch keine richtige Schwäche, nennen Sie mir doch jetzt mal eine richtige Schwäche. Ach ja, natürlich, genau, ja, ich will zwar unbedingt diesen Job, ja, ich habe mich hier beworben, habe mich irgendwie stundenlang vorbereitet, aber jetzt nenne ich hier natürlich so richtig krasse Schwächen von mir, ja. Also das ist so, also habe ich so viel, ich glaube, das gibt es immer noch, ja, die drei Schwächen und die drei Stärken Frage in Einstellungsgesprächen. Was für ein Bullshit. Aber, also, wir sagen, auch das hier, ja, das streichen wir mal, ja. Also das ist ziemlich das ineffizienteste, es ist blau und rot, das Ding, ziemlich das ineffizienteste Methode, die es überhaupt gibt. Ja, und dann wundern sich die Leute, dass sie irgendwelche Leute einstellen, wo dann quasi die Fähigkeiten gar nicht dem matchen, was er tatsächlich kann. Und es ist dann wieder der Falsche, dann muss man wieder einen neuen suchen, es funktioniert nicht und so weiter und so weiter. Was viel, viel besser funktioniert, ist, wenn man nicht das betrachtet, was auf dem Lebenslauf steht, ja, die Fähigkeiten und so weiter, sondern das betrachtet, was für eine Persönlichkeit die Person ist und welchen Input. Ja? Die Person ausgesetzt ist. Also das hier ist mehr oder weniger, das könnte man bezeichnen als den Output. Und das ist der Input, ja. Das heißt, Output sind sozusagen die Fähigkeiten und so, ja, die Performance und alles. Aber das kann man faken, kann man relativ leicht faken. Da kann man auch sehr gut lügen. Ein geübter Verkäufer zum Beispiel in Einstellungsgesprächen ist von, also quasi Vertriebler einzustellen, ist deswegen so schwierig, weil sich Vertriebler eben extrem gut verkaufen können. Ja? Tatsächlich herauszufinden, ob ein Vertriebler gut ist, ist halt deswegen, wenn man einfach nur danach schaut oder danach geht, was er einem erzählt, sehr, sehr schwierig. Ja? Deswegen hier das Prinzip Input. Ja? Wir gehen nach dem Input. Denn der Input bestimmt den Output, um den Output sozusagen zu bestimmen, den er uns bringen wird, der Mitarbeiter. Ja? Gilt genauso für Softwareentwicklung und so weiter. Ja? Okay, was meine ich damit jetzt konkret? Anstelle, dass ich sage, was sind deine besten drei Programmiersprachen? Was sind deine besten drei Verkäuferskripte oder deine besten drei Aufträge, die du jemals in Land gezogen hast und so weiter. Das heißt, ich stelle hier Fragen nach dem Output. Ja? Stattdessen stelle ich Fragen nach dem Input. Und hier stelle ich zum Beispiel Fragen nach Vorbildern. Ganz wichtig. Ja? Welches sind deine drei größten Vorbilder zum Thema Softwareentwicklung, zum Thema Vertrieb, Verkaufen, ja, wäre zum Beispiel eine coole Frage, ja. Eine weitere coole Frage habe ich mir noch notiert. Nenne mir die drei Personen oder nenne mir die drei Quellen, ja, das müssen nicht unbedingt Personen sein. Ich meine, am Ende sind es ja immer Personen. Quellen, ja, Bücher. Nenne mir die drei Personen, die drei Quellen, die drei Bücher, die drei Influencer, ja, oder sowas. Es können ja auch Blogs sein, Leute, denen du followst, ja, auf Social Media und so weiter.
die drei Personen, Quellen, Bücher, die dich in deinem bis dato beruflichen Werdegang am meisten, dir am meisten weitergeholfen haben. Ja? Oder noch besser die Frage, noch bessere Frage, nenne mir die drei Bücher oder welche drei Bücher haben dich innerhalb der letzten 2 Jahre am weitesten nach vorne gebracht? Und wenn er dann die Antwort sagt, wenn er dann sagen wir, überlegen muss und die Antwort ist, die beschissenste Antwort wäre kein Buch. Ja, jetzt müssen wir mal rot machen. Wenn er sagt kein Buch, ja, ist es quasi schon ein Zeichen dafür, kein Buch, dass er sich quasi überhaupt nicht weiterbildet. Ja, schon mal schlecht, schon mal scheiße. Wenn er lange überlegen muss, auch scheiße. Ja, wenn er wie aus der Pistole geschossen, ja, schnelle Antwort, langsame Antwort, schnelle Antwort, aus der Pistole geschossen, sagt ABCD Buch, also Buch 1, Buch 2, Buch 3, ja, und dir dann vielleicht auch noch erzählt, okay, in dem Buch, das habe ich, dann wäre zum Beispiel die folgende Frage, die nächste, okay, wie bist du auf diese drei Bücher gekommen? Dann sagt er, okay, ja, auf das Buch bin ich gekommen, weil ich das in wiederum einem anderen Buch quasi als Querverweis drin stand, ja, oder als Empfehlung, oder, ja. Das heißt, desto schneller hier die Antwort passiert, ja, desto besser. Und dann natürlich noch die Bücher, die er nennt, also wenn er zum Beispiel Harry Potter sagt, ja, oder irgendwie sowas, dann, ja, ich lese eigentlich nur Harry Potter, ist zum Beispiel auch eine scheiß schlechte Antwort, ja. Danach kannst du sehr gut beurteilen, ja, was für ein Charakter die Persönlichkeit, was für eine Persönlichkeit, was für ein Charakter die Person hat, ja, und auch was für ein Skillset. Natürlich wollen wir am Ende das Skillset herausfinden, ja. Sehr klar. Das heißt, wir wollen ja natürlich die Fähigkeiten herausfinden und das alles, aber halt nicht in Form von Lebenslauf, ja, oder sowas. Also indirekt, indem wir solche Fragen stellen. Was sind deine Vorbilder? Was sind die Personen, die du folgst? Die Seminare, die du konsumierst? Warum? Weil es gilt hier, genauso wie in der Softwareentwicklung, und jetzt ist die Tafel schon recht voll, deswegen male ich das jetzt mal hier drüben hin. Es gilt einfach das Gesetz, das universale Gesetz in der Softwareentwicklung, in der Weiterentwicklung von Personen und so weiter, Garbage in, Garbage out. Ja, und ich kann das wirklich nicht genug hier betonen. Ja, Garbage in, das Prinzip Garbage in, Garbage out. Wenn hier zum Beispiel du auch Fragen stellst zum Thema Interessen. Ja, Interessen ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Das sind die Vorbilder. Ja, mache ich hier nochmal hin. Interessen. Ja, wenn er sagt Interessen, ja, Netflix oder sowas, ja, nicht so gut, ja. Das heißt, er sagt Interessen, meine Interessen sind zum Beispiel, dass ich mich auf Social, auf Events treffe, in meiner Freizeit
und mich dort mit anderen Softwareentwicklern vernetze, zum Beispiel. Networking, ja, dann weißt du schon, okay, das ist jemand, der kann nicht nur technisch Software entwickeln, sondern der kann auch kommunizieren. Und es wird immer, immer wichtiger, dass du Leute einstellst, die auch kommunikative Fähigkeiten haben und nicht nur in Anführungsstrichen irgendwelche Fachidioten sind, ja, weil der beste Skill nützt dir nichts, wenn er nicht quasi integrierbar ist in ein bestehendes System oder in ein bestehendes Team oder. Ja, oder beim Kunden noch schlimmer. Ja, wenn jemand super toll programmiert, hier mal ganz kurz eine Anekdote dazu. Als ich mein erstes Praktikum gemacht habe während meiner Bachelorarbeit, das war bei Lehman Brothers 2001 und als Java-Entwickler, Java-Programmierer, und dort saß immer, ich kann mich noch erinnern, als wär's gestern, da saßen also die ganzen Leute, da saßen Client Connectivity, zwei IT-Support-Guys, viele Java-Programmierer und ein C++-Programmierer. Ja? Also der machte also High-Level C++ und letztendlich dann kam immer so regelmäßig, so alle paar Tage kam immer der Teamleiter vorbei und sagte, hey du, das war im Übrigen auch der mit dem höchsten Stundensatz. Ich glaube, der hat damals so um die 300 bis 400 Pfund die Stunde bekommen. Ja? Und da kam immer in regelmäßigen Abständen kam immer der Teamleiter vorbei und dann habe ich immer so mitgehört, wie er gesagt hat, hey Martin, can you please explain to me what you are actually doing, what you are actually working on at the moment? Ja, also letztendlich hat er da irgendwas programmiert, ja, und keiner hat mehr richtig gewusst, was er da eigentlich macht und wie weiter ist und so weiter und so weiter. Das heißt, Kommunikation war dort einfach nicht so gut. Ja? Er schien zwar top in seiner Domäne zu sein, aber keiner wusste immer so richtig, was er eigentlich da macht. Ja? Ist also suboptimal. So jemanden willst du eher vermeiden, dass du eben hast. Ja? Weil Softwareentwicklung wird ja eher komplexer. Also es ist auch nicht mehr so einfach wie vor 20 oder 25 Jahren, wo vielleicht eine Person irgendwas Tolles bauen konnte, sondern es passiert eher in Teams. Und deswegen, genau. So, und das ist schon mal fürs Erste eine sehr, sehr wichtige Geschichte, dass du eben, nochmal ganz kurz zur Wiederholung, ja, du willst hier einen Mitarbeiter einstellen, ob Sales, ob Softwareentwickler, ja, egal. Und du willst feststellen, ist er richtig geeignet von den Fähigkeiten, den Skills und so weiter. Was du jetzt machst, der gibt dir deinen Lebenslauf und so weiter, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie lange ich schon nicht mehr Lebensläufe durchgelesen habe für Leute, die für mich arbeiten. Ob die mir einen Lebenslauf schicken oder keinen, interessiert mich gar nicht. Ja. Ich habe mir schon seit Jahren keinen Lebenslauf mehr durchgelesen. Ja, ganz ehrlich. Also so viel dazu. Und das heißt, es geht rein nur, ich führe einige Gespräche und die Fragen, die ich führe in diesen Gesprächen, einige Fragen habe ich jetzt zum Beispiel gesagt. Nenn mir die Top 5 Personen, die Top 5 Informationsquellen, die dich am meisten beeinflusst haben in den letzten 6, 12, 24 Monaten, 3 Jahren oder was auch immer, für den Zeitraum du da dich für entscheidest. Leute, die gut sind, das sind nicht alle, eher weniger sind gut als wie viel, die werden halt sagen, ja, klar, kann ich dir nennen, die Person, die Quelle, die Bücher und. Und selbst wenn ich dann Leute eingestellt habe sozusagen, dann sorge ich auch dafür, dass die sich stetig weiterbilden. Also ich verschenke dann auch gerne mal Bücher, ja, auch als Incentive, Seminare, nehme die mit auf Seminare und verschenke Online-Kurse zum Beispiel und. Ja, okay, cool. Jetzt im zweiten Video, im zweiten Teil überlegen wir uns noch, wie wir quasi, nachdem wir jemanden eingestellt haben, so in der Testphase oder auch darüber hinaus, quasi gut halten können. Ja? Denn es ist ein ewiger Aufwand, bis wir mal den richtigen Mitarbeiter gefunden haben, sodass der sozusagen möglichst lange sich möglichst wohlfühlt und aber gleichzeitig auch die maximale Performance bringt. Bis gleich im nächsten Video. Wir sehen uns. Ciao.